Moin Moin, hier ist DF. Heute geht es um die Frage, Seil oder nicht Seil. Zu unseren letzten Touren haben wir immer wieder Zuschriften bekommen, wieso nimmt er denn kein Seil mit, ist doch viel einfacher und dann schafft er das auch und so weiter und so fort. Und dazu muss man aber erstmal wissen, welche Art von Touren Katharina und ich überhaupt bevorzugen, was wir überhaupt machen wollen. Denn es sind nicht etwa die Extremtouren, dass wir eine reine Klettertour machen und die ganze Zeit nur einen Fels vor der Nase haben. Das ist nicht das, was wir wollen. Nein, wir suchen eher so das kleine Abenteuer. Darunter verstehen wir eine Mischung aus allem, was uns in den Bergen so Spaß macht. Fängt an beim Bergwandern, geht übers Bergsteigen bis hin zum Klettern. Und alles, was damit verbunden ist. Natürlich geniale Aussichten, ein oder mehrere Gipfel, vielleicht auch ein schöner See, ein Bach, ein Gletscher, was auch immer. Diese Mischung bringt es meistens mit sich, dass wir relativ große Distanzen zurückzulegen haben und auch einen relativ hohen Zeitbedarf haben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den merken wir uns mal für später. Wie sieht für uns jetzt die Idealtour aus? Man hat einen gewissen Zustieg und dann am besten eine Rundtour, weil man dabei natürlich am meisten sieht. Und dann wieder zurück. Das heißt nicht, dass wir keine Touren machen, wo es nicht einfach mal so hin und wieder zurückgeht. Nach Möglichkeit versuchen wir aber, daraus eine Rundtour zu basteln. Ist einfach interessanter. Fassen wir nochmal zusammen. Unsere Touren sind meistens relativ lang und brauchen dementsprechend auch ziemlich lang. Und jetzt kommt das dazu. Ja, das ist zum Beispiel eine Ausrüstung mit Seil. Und ihr seht schon, da sind ein paar Gegenstände. Also, fangen wir mal an beim Klettergurt. Das ist schon die Ultra-Spar-Version, wiegt gerade mal 100 Gramm und ist winzig klein. Normalerweise ist ein Klettergurt viel größer und schwerer. Aber ich möchte mich hier wirklich aufs Minimum beschränken. Das Seil zur Demonstration habe ich hier nur ein 15 Meter Seil genommen, wiegt bereits 1,1 Kilogramm. Normalerweise nimmt man ein 50 Meter Seil mit. Da seht ihr, wir kommen da ruckzuck auf 3 bis 4 Kilo fürs Seil. Wenn man sich abseilen will, braucht man auf jeden Fall mal einen Karabiner. Noch besser ist zusätzlich ein Abseilachter, ist einfach bequemer. Und wenn wir schon vom Abseilen reden, das Seil muss man ja irgendwo einhängen. Manche Bohrhaken sind super scharfkantig, da möchte ich eigentlich das Seil gar nicht reinhängen. Deswegen habe ich hier so einen Kettenverbinder zusätzlich, den ich notfalls vor Ort lassen kann, um da das Seil einzuhängen, damit das nicht irgendwie beschädigt wird. Außerdem könnte es mal sein, dass man einen Stand bauen muss. Dafür braucht man auf jeden Fall mal eine Bandschlinge. Und am besten noch zwei Karabiner, tut man sich einfach leichter. Und selbstverständlich, last not least, brauchen wir auch noch ein paar Express-Karabiner. Ich habe hier nur 3 Stück, ganz einfach deswegen, ich habe ja noch meinen Seilpartner, die Katharina, die nimmt dann auch nochmal 3 Stück mit, kommen wir auf 6. Das ist zwar sehr knapp, reicht aber normalerweise. Man kann natürlich auch mehr mitnehmen, nur ich wollte es jetzt auch nicht übertreiben. Okay, und was wiegt jetzt der ganze Spaß? Vom Volumen mal ganz abgesehen. Und jetzt hebe ich es mal an. So, ihr seht, das sind 2,1 Kilo, aber ich habe ja hier nur das kleine Seil mit 15 Meter. Das heißt, wir müssen mal mindestens noch 2 Kilo draufrechnen. Das heißt, wir landen bei über 4 Kilo Mehrgewicht. Und das ist noch nicht alles, denn durch das größere Volumen kann ich meinen kleinen Rucksack nicht nehmen, muss meinen größeren Rucksack nehmen und der wiegt auch wieder ein Kilo mehr. Ich lande also bei mindestens 5 Kilo mehr, nur weil ich ein Seil dabei habe. Und dabei habe ich die Kletterschuhe noch gar nicht einberechnet, die man vielleicht auch noch mitnehmen möchte. Das wären nochmal 500 Gramm mehr. 5 Kilo mehr. Wisst ihr, was das bedeutet? Das ist das Doppelte von dem, was wir normalerweise bei unseren Touren mitschleppen. Im Regelfall wiegt nämlich unser gesamtes Gepäck inklusive Rucksack 5 bis 6 Kilo. Mehr nicht. Wir sind also relativ leicht unterwegs, haben aber alles dabei, was wir brauchen. Manchmal sogar ein Notseil, selbstverständlich auch Erste-Hilfe-Ausrüstung und so weiter und so fort. Also wir reden hier von einer Verdoppelung des Gewichts. Für was? Für eine kurze Stelle, für vielleicht, keine Ahnung, 5 Minuten auf unserer Tour. Und deswegen sollen wir uns die ganze Zeit mit dem ganzen Krempel behängen? Mal ganz davon abgesehen, ist das Handling unglaublich zeitaufwendig und geht uns tierisch auf den Geigerzähler. Wir können es zwar, Spaß macht's uns aber nicht. Darauf haben wir definitiv keine Lust. Denn, wie schon gesagt, wir haben große Distanzen zurückzulegen. Und da merkt man das sehr wohl, wenn man einen ganzen Tag 5 Kilo mehr auf dem Buckel hat. Und man wird dadurch zwangsläufigerweise auch langsamer,
es strengt mehr an, macht für uns einfach keinen Sinn. Jetzt werden natürlich manche sagen, ja, wenn ihr kein Seil mitnehmen wollt, dann dürft ihr auch nicht klettern. Halt, langsam, so ist es ja nun auch wieder nicht. Es ist ganz normal und auch unter den Bergsteigern anerkannt, dass man bestimmte Schwierigkeitsgrade noch ohne Seil geht oder ohne Seil gehen kann. Beispielsweise Schwierigkeitsgrad 2 nach UIAA, der ist normalerweise so easy, da braucht man kein Seil. Das wird einfach nur viel zu viel Zeit kosten. Gibt natürlich auch hier Ausnahmen, wenn es sehr, sehr ausgesetzte Stellen sind, dann kann es durchaus Sinn machen, sich hier zu sichern. Auch der nächst höhere Schwierigkeitsgrad, ein Dreier, da dürfen wir schon teilweise etwas mehr zulangen, ist normalerweise auch kein Problem, den ohne Seil zu gehen. Habe ich schon oft genug gemacht, gibt es auch einige Videos davon von mir. Selbst noch höhere Schwierigkeitsgrade, wenn es mal nur ein, zwei Züge sind, auch kein Problem. Was darüber hinausgeht, ist natürlich ein Seil sicherer, aber sowas gehen wir normalerweise auch nicht. Wir gehen ganz bewusst nur die Touren, wo der Schwierigkeitsgrad sich noch in Grenzen hält. Und jetzt höre ich schon wieder so die Unkenrufe aus dem Hintergrund. Ja, wenn ihr doch nur Touren macht, die so einfach sind, wieso müsst ihr dann trotzdem abbrechen? Ja, ganz einfach, weil ein Zweier oder Dreier auf dem Papier in der Praxis eben ganz anders aussehen kann. Außerdem hat jeder Bergsteiger wieder unterschiedliche Vorlieben oder auch Schwächen. In meinem Fall, das ist ja bekannt, meine Schwäche ist die Höhenangst. Und wenn ich an eine Stelle komme, wo es eben brutal ausgesetzt ist, ja, dann streikt halt irgendwann mal der Kopf. Und dann sage ich, okay, das war's, da breche ich lieber ab, bevor irgendwas passiert. So einfach ist das. Lange Rede, kurzer Sinn. Ohne Seil sind wir viel leichter unterwegs, damit auch schneller, können logischerweise auch größere Distanzen und das Ganze noch ermüdungsfreier zurücklegen. Und das ist genau das, was wir wollen. Wir wollen ja keine Kletterrekorde brechen, wir sind keine Huberwurm und das wollen wir auch gar nicht werden. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao!